Vielen Dank an die Firma Petromax, die mir die hier vorgestellten Produkte für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Ich habe mir gerade eine Ladung Briketts angezündet. Die brauche ich nämlich gleich, um mir etwas in diesem Dutch Oven hier zuzubereiten. Ein traditionelles Kochgerät, das viele für sich wiederentdeckt und lieben gelernt haben. Ich mittlerweile auch, und das würde ich euch gerne vorstellen. Was ist ein Dutch Oven? Es handelt sich dabei um ein dickwandiges Gefäß aus Gusseisen, das mit einem ebenso massiven Deckel verschlossen werden kann. Und beides zusammen, das stellt man dann direkt in ein Feuer oder auf irgendeine andere Glut, um darin zu kochen. Gusseisen ist ein sehr klassisches Material für Bratpfannen und Töpfe, das seit Jahrhunderten verwendet wird. Und zum einen ist es sehr, sehr robust und ein perfekter Wärmeleiter, denn es nimmt die Wärme von Feuer oder Glut auf und gibt sie dann über die gesamte Oberfläche des Gefäßes gleichmäßig an den Inhalt weiter. Und außerdem entwickeln Speisen, die in solch einem gusseisernen Topf hier zubereitet werden, ein ganz besonderes Aroma. Ich habe hier einen Dutch Oven der deutschen Firma Petromax, einen sogenannten Feuertopf. Und bei diesem hier handelt es sich um das Modell FT6 mit einem reinen Topfvolumen von etwa 6 Litern. Und hier drin kann man vom Braten über Gulasch und Suppen bis zu Kuchen und Brot nahezu alles zubereiten. Ein heutiger Dutch Oven wie der Petromax Feuertopf besitzt ein paar moderne Veränderungen gegenüber den klassischen Modellen von vor ein paar Jahrhunderten. Und das sind Füße am Boden, damit er einfacher direkt über glühenden Kohlen platziert werden kann und auch nicht unbedingt direkt auf diesen aufsteht. Beinlose Produkte sind etwas für den heimischen Herd und Ofen. Und dann noch einen Rand am Deckel, damit aufgelegte Kohlen und Asche beim Öffnen nicht ins Essen fallen. Es gibt aber noch ein paar mehr Dinge, auf die man heutzutage beim Kauf eines Dutch Oven achten sollte. Wände und Boden des Dutch Oven sollten rundherum die gleiche Stärke aufweisen. Bei Billigmodellen ist das nicht immer der Fall, sodass es vorkommen kann, dass der Topf auf der einen Seite deutlich dünner als auf der anderen Seite ist. Dadurch wird die Wärme dann unterschiedlich gespeichert und an den Inhalt abgegeben und es kommt zu ungleichmäßigen Garergebnissen. Noch viel schlimmer, wenn das am Topfboden vorkommen sollte. Häufig hört und liest man auch davon, dass es absolut wichtig ist, dass der Deckel zu 100% plan auf dem Topf aufliegt. Das wird aber meist etwas übertrieben und ist nicht ganz so wichtig, wie viele glauben. Natürlich darf er nicht sichtbar krumm sein und regelrecht hin und her wackeln, aber leichte Ungleichmäßigkeiten sind gar kein Problem und bei solch einem rauen Material auch gar nicht anders möglich. Viel wichtiger ist es da auf die Gussgüte zu achten und dementsprechend darauf, dass die Oberflächen nicht zu rau sind, denn umso schlechter kann man sie reinigen. Füße und Griffe sollten nicht zu dünn und filigran wirken, damit sie nicht brechen. Und wie bereits erwähnt, braucht der Deckel einen schönen Rand, damit aufgelegte Kohlen und Asche nicht in das Essen fallen, wenn man den Deckel abhebt. Apropos Deckel, beim Petromax Feuertopf kann man den Deckel auch umdrehen und dann als Pfanne verwenden. Ein schöner Zusatznutzen. Und dann wäre vielleicht noch diese kleine Kerbe hier zu erwähnen. Wenn ich den Deckel des Feuertopfs so verdrehe, dass seine kleine Dreieckmarkierung direkt über der Kerbe liegt, dann habe ich hier eine kleine Öffnung für ein Fleischthermometer. Das Wichtigste an so einem Kochgerät aus Gusseisen ist jedoch seine Patina. Die schwarze Oberfläche des Topfes. Nicht jeder Dutch Oven kommt vom Hersteller schon mit einer Patina und solche Kochgeräte müssen dann erst noch eingebrannt werden. Denn nur so entsteht die wichtige Schutzschicht, die im Dutch Oven wie eine moderne Anti-Haftbeschichtung wirkt. Ohne würden die Gerichte anbrennen und der Dutch Oven würde auch sehr schnell zu rosten beginnen. Die allermeisten Hersteller übernehmen das glücklicherweise aber schon für den Kunden, wie hier zu sehen auch Petromax, und das heißt, man kann diesen Dutch Oven direkt verwenden, man sollte ihn nur vor der Verwendung einmal mit heißem Wasser ausspülen, aber Achtung, ohne Spülmittel, denn das würde die Patina angreifen. So, jetzt muss ich aber langsam mal loslegen, denn ich will mir heute noch ein Brot im Dutch Oven zubereiten. Den Teig, den habe ich schon mal fertig gemacht, der zieht hier gerade, der braucht noch ein bisschen, und jetzt bereite ich mir noch den Topf vor. Und zwar mehle ich jetzt den Topf etwas ein. Und auch den Rand. Und dann setze ich jetzt gleich auch noch einen Petromax Gussrost ein. Der ist perfekt für die Zubereitung von Brot und Kuchen. Durch den Abstand zum Boden wird die Wärme gleichmäßiger verteilt und es brennt nichts am Boden an. So, meine Briketts sind jetzt richtig schön durchgeglüht und das heißt, ich bereite mir jetzt den Atago Grill vor, der zusammen mit dem Feuertopf FT6 von Petromax ein perfektes Team bildet.
So, den Teig habe ich zu kleinen Kugeln geformt. Und die lege ich jetzt hier hinein. Und das soll dem Brot später eine schöne, besondere Form geben. Deckel drauf und ab aufs Feuer. Und jetzt heißt es abwarten. So, dann will ich mal schauen, wie es aussieht. Dabei muss man natürlich sehr vorsichtig sein, da der Deckel natürlich sehr, sehr heiß ist. Am besten verwendet man hier so einen speziellen Deckelheber. Das hier ist der Deckelheber von Petromax. Mit ihm kann ich den schweren gusseisernen Deckel sicher abheben, ohne dass der seitlich wegklappen kann. Oh ja, und das sieht doch schon gut aus. Es ist zwar kein ganzes Brot geworden, sondern kleine einzelne Brötchen, aber auch die sehen sehr lecker aus. Während das Brot abkühlt, vielleicht noch ein paar Worte zur Reinigung und Pflege. Wie gesagt, sollte man zur Reinigung nur heißes Wasser verwenden, kein Spülmittel. Und wenn mal irgendwas eingebrannt ist, dann lässt man am besten Wasser im Topf heiß werden und dadurch löst es sich. Holzlöffel, Bürste oder Schwamm helfen bei der Reinigung. Mit Stahlschwämmen oder ähnlichem sollte man jedoch nicht kratzen, auch das würde die Patina zerstören. Im Anschluss wird der Dutch-Ofen gut abgetrocknet und vor dem Wegstellen mit Sonnenblumenöl oder spezieller Pflegepaste eingerieben, damit er nicht rostet. Solch eine Pflegepaste hat den Vorteil, dass sie gegenüber dem Pflanzenöl nicht ranzig werden kann, falls der Dutch-Ofen mal länger steht. Zum Einlagern und für den Transport gibt es diese praktische Tasche für den FT6 aus 600D Ripstop Nylon. Wenn du dich für einen Feuertopf von Petromax interessierst, weitere Informationen sowie auch einen Online-Shop findest du unter der Webadresse www.petromax.de. So, jetzt habe ich aber Lust auf mein frisches Brot, aber dazu fehlt mir noch eine Sache. Ich kann das Brot ja nicht trocken essen, also habe ich mir noch schnell ein Süßchen zubereitet. Ach ja. Den Feuertopf stellt Petromax in verschiedensten Größen her und das hier ist der kleinste der Serie, der FT1 mit ungefähr 1,8 Litern Inhalt. Feuer und Dutch Oven, eine geniale Kombination. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma Petromax, die mir die hier vorgestellten Produkte für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.